2. Februar 1954. In wenigen Tagen erreichen wir Guinea. Ich kann es kaum erwarten, das Land kennenzulernen, in dem ich geboren wurde. Das wahre Guinea. Sofern es noch existiert. Liebe Katharina, ich habe die Unterlagen meines Vaters sortiert und habe ein Stück von einem Brief gefunden, der anscheinend aus Afrika verschickt wurde. Da solltest du besser deinen Onkel fragen. Mein Onkel hat Alzheimer und mein Vater starb vor ein paar Tagen. Ich will nicht, dass diese wichtigen Menschen einfach vergessen werden. Behalte mich immer so in Erinnerung wie in diesem Moment. Ich fliege nach Bioko. Die Geister haben entschieden. Die Zeit ist gekommen, dass meine Kinder ihre Geschichte erfahren. Mein Vater Jakobo, mein Großvater Anton und mein Onkel Kilian haben auf diesem Land gearbeitet. Ihr habt uns schon genug ausgebeutet. Das reicht. Früher oder später müsst ihr hier verschwinden. Hier ist niemand mehr sicher. Man wird nicht zulassen, dass wir zusammen sind. Zurück! Manchmal wachsen Palmen im Schnee.